Mein Name ist Michael Bernecker und ich habe heute wieder ein nettes Erklärvideo aus der Kategorie Frag den Prof. Eine Frage eines unserer Kunden, die meines Erachtens für alle total interessant ist, nämlich die Frage, wie kann ich ein Geschäftsfeld besser durchdringen? Also ein Geschäftsfeld ist das, in dem Sie Ihre Tätigkeit ausüben. Das ist vielleicht eine bestimmte Branche, ein bestimmter Markt. Und hier war jetzt die Frage, wie man das besser durchdringen kann. Das ist eine klassische Fragestellung für Wachstumsstrategien. Also Anfang des Jahres häufig oder am Anfang eines Planungszyklus stehen Sie natürlich im Marketing, im Vertrieb vor der Frage, was wollen wir denn dieses Jahr eigentlich machen? Jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie haben einen Markt, der ist 100 Millionen Euro groß. Sie machen in diesem Markt 1 Million Euro Umsatz. Dann haben Sie 1% Marktanteil. Das heißt, 99% des Marktes stehen Ihnen noch zur Verfügung. Und wie kommen wir jetzt strukturierter und besser an diese 99% dran? Na, sagt vielleicht jetzt jemand, das ist aber wenig 1%, aber vielleicht haben die anderen ja nur 0,5%. Dann sind sie ja vielleicht sogar schon der Größte. Aber es stehen ihnen immer noch 99% zur Verfügung. Und völlig unabhängig davon, wie die Konjunktur läuft, das Potenzial ist noch sehr weit nicht ausgeschöpft. So, also, wie können wir es durchdringen? Wir haben uns immer angewöhnt, die Frage zu stellen, wo möchte ich eigentlich hin? Ja, und diese Frage führt einen relativ schnell zu dem Punkt, Umsatz oder Aufträge. Das heißt also, wenn wir das hier mit der Kategorie Umsatz rechnen, heißt also, ich möchte mehr Aufträge im nächsten Jahr haben, um halt eben meinen Anteil von 1% vielleicht auf 2% hochzukriegen. Das sind Verdopplung, 100% Wachstum. Ja, machen wir es erstmal einfach, 10% Wachstum, das heißt also, ich brauche ein paar Aufträge mehr. So. Um einen Auftrag zu gewinnen, muss ich vielleicht Angebote schreiben. Oder ich muss in Kontakt sein mit einer Vertriebssituation und sagen, guck mal hier, hier ist mein Angebot, möchtest du das kaufen? Jetzt kommt die spannende Frage für jeden. Wie viele Angebote muss ich eigentlich schreiben, um einen Auftrag zu bekommen? So, möchte ich also jetzt für, was weiß ich, durchschnittliche Auftragsgröße ist 100.000 Euro, möchte ich also 10 neue Aufträge bekommen. Und ich muss aber vorher 10 Angebote schreiben, ist völlig klar, dass ich für diesen Wachstumsschub, den ich da haben möchte, 100 Angebote schreiben möchte. Also erste Kategorie ist der Wachstum, zweite KPI oder Kategorie ist Anzahl der Angebote, das ist eine Interaktionsgröße, weil sie da halt in Interaktion sind. Ja, und die Größe dann dahinter ist die Frage, wie viele Leute muss ich eigentlich kontaktieren, damit die sagen, mach mir doch mal ein Angebot. So, und das ist halt eben ein dreistufiges Vorgehen, was halt eben sehr, sehr gut geeignet ist, um Marktdurchdringungen abzubilden. Also, mit wie vielen Leuten muss ich in Kontakt kommen, bis die sagen, machen wir mal ein Angebot, um dann halt eben zu einem Auftrag zu kommen. Wenn ich an den drei Stellgrößen als KPIs arbeite, das heißt also, ich habe da Kennzahlen, die ich messe, die ich verfolge, dann werden Sie selber feststellen, dass irgendwann durch diese Durchdringung des Marktes immer mehr Menschen kennen uns, immer mehr potenzielle Kunden aus dem Markt haben mit uns eine irgendeine Interaktion und Kontakt, sodass wir halt eben mit denen ins Geschäft kommen können. Damit werden sie dann wachsen. Das ist also eine stärkere Durchdringung. Wenn ich das jetzt gegenüberstelle mit einer sehr simplen Fragestellung, die da lautet, wie kann ich Upgrading und Cross-Selling durchführen? Das sind zwei Fragen, die in diesen Kanal hineingehören. Erster Punkt ist Upgraden. Stellen Sie sich vor, Sie machen diese 1 Million Euro Umsatz. Und Sie reden mit den Kunden jetzt und sagen, naja, du hast jetzt bis jetzt Produkte gekauft für 10.000 Euro, guck dir das doch mal an, dieses Produkt scheint für dich irgendwie besser geeignet zu sein. Ist eine neue Variante, hilft dir besser bei deiner Aufgabenstellung, kostet vielleicht 10% mehr. Dann versuche ich den Kunden wegzubewegen von einem alten Produkt zu einem hochwertigeren Produkt. Ja, das ist also das sogenannte Upselling. Mercedes hat ein sehr schönes Beispiel, die haben es geschafft, die Kunden der A-Klasse, bei der Neuauflage von A-Klasse und B-Klasse auf die B-Klasse abzugraden und zu sagen, die A-Klasse ist für die jungen Leute, B-Klasse ist für die älteren Leute. Hat sehr gut funktioniert, B-Klasse ist teurer als die A-Klasse, also ein klassisches Upselling. So, jetzt kommt noch Cross-Selling ins Spiel, das erleben wir bei den ganzen Burgerläden. Wir kommen da rein, sagen, ich hätte gerne einen Burger, und dann sagen die, wie sieht's denn auch aus mit einer Pommes und einem Getränk? Das ist Cross-Selling, das heißt also, ich verkaufe zu dem Produkt noch weitere Zusatzprodukte. Gehen Sie also mal einfach in Ihren Marktsegmenten durch, wenn Sie sagen, ich habe ein breites Sortiment, haben denn alle meine Kunden eigentlich diese anderen Produkte auch? Also klassische Vertriebsaufgabe. Das sind ein paar Hinweise, mit denen Sie ganz gut arbeiten können, um halt eben damit Ihre Marktdurchdringung besser hinzubekommen. Wichtig dabei ist, dass Sie diese Fragestellung sehr gezielt stellen und am Anfang eines Planungszyklus im Marketingvertrieb versuchen jetzt Maßnahmen abzuleiten, mit denen Sie diese
Aktivitäten durchgeführt bekommen. Ich hoffe, es konnte Ihnen ein bisschen helfen. Aus der Kategorie Frag den Prof. Mein Name ist Michael Bernecker, Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing. Wir stellen uns die gleichen Fragen, haben die auch für uns beantwortet. Und wir haben noch ganz viele andere Antworten für Sie. Abonnieren Sie einfach mal unseren YouTube-Kanal, dann bekommen Sie jede Woche 2 neue Videos aus der Kategorie Frag den Prof. Und wir erklären dir die Welt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Schauen Sie sich noch die anderen Videos an. Danke und tschüss.